Liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Sounds of. Es ist die Special Space Folge. Wir haben einen Gast hier unten bei uns auf der Erde und einen oben im Weltall. Sounds of ISS. Ich bin ESA-Astronaut Matthias Maurer. Hat auch witzigerweise direkt was Spaciges, ne? Ja, voll. Das gerade war auf jeden Fall der Beweis, warum du der richtige Gast bist, um hier im Planetarium mit uns diese Sounds zu bearbeiten. Wir machen hier gerade einen Hit. Mal sehen, wie das klingt, wenn ich hier gegen hau. Wir sind im wundervollen Planetarium in Hamburg und wir haben zwei Gäste. Einen oben im Weltall, das ist der Matthias Maurer, der deutsche Astronaut, der auf der ISS ist und für uns Alltagssounds im Weltall auf der Raumstation gesammelt hat, aus denen unser heutiger Gast einen Song basteln wird, der außerirdisch gut wird. Er ist ein Star der Dubstep-Szene, Virtual Riot. Hallo. Es war ein langer Weg für dich. Du bist aus L.A. hergekommen. Ja. Du hast auch deinen kleinen Mini-Me mitgebracht, habe ich gesehen. Beziehungsweise, den hast du gar nicht mitgebracht, der wurde dir hingestellt. Ja, ne? Den hatte ich vorhin erst gesehen, als ich hier reingekommen bin. Den haben die irgendwie extra für mich gemacht. Das finde ich voll süß. Ich bin auch ein großer Lego-Fan. Das freut mich mega. Darf ich den mitnehmen? Das klären wir nachher. Okay. Da gibt es, glaube ich, ein Gewinnspiel zu sogar. Oh. Aber das checken wir. Aber auch cool, ja. Oder ich frage, ob der mir die Anleitung gibt, dann kann ich den zu Hause nachbauen. Das wäre cool. Genau, das ist geil. So machen wir das. Meister deines Fachs und was halt geil ist, du hast einfach Sounds aus dem Weltall geschickt bekommen. Wahnsinn. Und das passt halt voll gut, weil ich glaube, du bist auch so voll so Space. Ja, total. Und auch die Musik ist ja auch, das ist ja alles irgendwie, das klingt ja alles futuristisch. Das Klischee ist immer, es klingt wie Transformer und Roboter und Alien-Musik und deswegen passt das ja eigentlich alles ganz gut zusammen. Das ist so ein bisschen klassisch, aber als Kind in der Grundschule mussten wir mal sowas ausfüllen mit wie, was willst du später mal sein? Und dann habe ich da auch tatsächlich Astronaut reingeschrieben. Ist natürlich, wenn man das wirklich als Laufbahn machen will, hart anstrengend. Dann musst du durch das Zentrifugentraining und es ist natürlich auch körperlich, schlaucht das wahrscheinlich ganz schön. Aber es wäre trotzdem immer schön, alles so in Relation zu bringen und irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, dass wir doch nur auf diesem kleinen blauen Planeten sind. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Als die Rakete dann wirklich abgehoben hatte und ich diesen enormen Schub im Rücken merkte und es mit Volldampf nach vorne ging, ist mir für einen ganz kurzen Moment das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht und ich dachte, ui, das ist aber jetzt doch recht heftig. Aber nach ein paar Minuten war das ja alles schon vorbei und von daher konnte ich mich eigentlich dann auch sehr schnell entspannen und den Flug und diese tolle Reise zur internationalen Raumstation dann auch genießen. Und nach 12 Minuten war die Rakete ausgebrannt und abgekoppelt von unserer Raumkapsel und von diesem Moment an konnten wir dann ganz entspannt in 22 Stunden dann zu unserer Raumstation ISS hingleiten. Und seitdem ich hier bin, genieße ich einfach dieses Leben in der Schwerelosigkeit. Wir können ja mal reinhören. Wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Sounddateien geschickt bekommen von Matthias. Zu manchen Geräuschen haben wir auch das Bildmaterial und bei manchen nicht. Ah, okay. Aber immer wenn wir es haben, dann wird es auf jeden Fall dazu eingeblendet. Das schöne Hintergrundrauschen. Genau, was aber irgendwie auch ein bisschen schon was hat, ne? Ist schon irgendwie eine geile Atmo auch. Ist ein bisschen tonal, da kann man auf jeden Fall eine Fläche rausmachen. Das ist die Pumpe zur Wasserkühlung. Das ist Matthias. Mit Ansage. Mit Ansage ist sehr gut, also beim Sample-Sammeln sowieso immer gut. Das sind unsere Handgriffe. Mit denen halten wir uns mit den Händen fest, aber meistens mit den Füßen. Das brauchen wir, um uns dann im Raum zu stabilisieren. Cool, vielleicht kann man sogar aus seiner Stimme irgendwie was machen. Oh. Und hier unten haben wir die Toilettengeräusche. Mal sehen. Yeah. Ist hier untergebracht. Wir haben hier einen Schlauch. Diesem Schlauch ist ein Knopf. Wenn ich den andrehe, gibt es hier ein lautes Geräusch. Das ist die Toilette. Und dann werde ich einmal demonstrieren, wie man dann Pipi macht. Ich werde dann hier reinpinkeln. Ja, gut, mit diesem Wasserbeutel. Und das Schöne ist, man kann hier so rum reinschweben. Man kann aber auch auf dem Kopf stehend Pipi machen. Staubsauger an. Hier ist die Pipi. Der Klo-Staubsauger. Wahnsinn. Geil, da kann man so einen Riser rausmachen. Ja, das geht stimmt. Das kann man dann hochpitchen langsam. So viele Tropfen gehen normalerweise nicht daneben, aber
Klar, mit dem Beutel ist es ein bisschen komplizierter als in echt. Für das große Geschäft gibt es da diesen Toilettensitz. Deckel hoch, guckt, ob eine Tüte drin ist. Und dann kann man drauf schweben. Natürlich nicht über Kopf, das klappt dann nicht mehr. Deswegen mache ich das jetzt mal richtig. Die Klotür. Das ist das Sample vom Drop. Die Klotür. Und dann geht's ab. Was glaubst du, ist denn die größte Herausforderung, um da zu landen, wo du am Ende den Song gerne hättest? Also, ich hätte halt gerne das irgendwie so, dass es nicht so eine richtig üble Bass-Transformer-Dubstep-Nummer wird, weil Space und Weltraum und ISS, das ist ja so ein bisschen andächtig und man sieht die Erde von oben, das ist irgendwie so ein bisschen das Gefühl vermittelt, was man irgendwie dann vielleicht kriegt, wenn man im Weltraum ist und auf die Erde runterschaut, dass es alles halt irgendwie ein bisschen verträumter, aber vielleicht so in die Future-Bass-Richtung geht, vielleicht mit so einem garagigen Intro, weil die perkussiven Geräusche von den Aufnahmen eignen sich da eigentlich ganz gut für. Aber ich will es auch nicht zu sehr verfälschen, dass man es doch schon so ein bisschen raushört, dass wenn er sich das nachher anhört, er dann auch halt irgendwie vielleicht merkt, ach cool, ja, das war ja das, was ich aufgenommen habe und das ist jetzt hier drin. Geil, das so ist ein guter Ansatz. Ein bisschen noch den originalen Sound halt dabei behalten. Geil. Ey, dann leg erstmal los. Jo. Und ich bin stiller Co-Pilot. Wenn ich runterschaue auf unseren Planeten, dann wünsche ich mir, dass viel mehr Menschen hier oben in diesem Raumschiff sein könnten, mit mir und diesen Blick genießen könnten, sodass wir ein bisschen mehr gemeinsam arbeiten, mehr an das gemeinsame Glauben, gemeinsame Ziele entwickeln und weniger egoistisch denken. Das war jetzt einfach nur so ein Sinuston mit irgendwie noch so ein bisschen von dem Rauschen im Hintergrund. Ich kann mir das hier auf so eine Spur ziehen und dann ist das hier direkt in so einem kleinen Sampler drin. Jetzt kann ich es mit dem Keyboard anspielen. Man hört das Brummen im Hintergrund, ist jetzt ein bisschen hart, aber könnte eigentlich ganz cool sein. Mach mal hier so erstmal ein bisschen Release, dass es so ein bisschen ausklingt. Sonst haben wir irgendwie mehr so ein Plug. Das ist eigentlich schon ganz cool und das Rauschen pitcht auch immer mit. Das finde ich eigentlich ganz nice. Mhm. Vielleicht mit einem Filter hier irgendwie so einem, was haben wir hier? Haben wir so einen High Pass, der praktisch die Bässe rausschneidet. Und jetzt da vielleicht irgendwie so ein Hall und Echo drauf. Ich habe mir hier selber so ein paar Ketten an Effekten gemacht und die dann als Preset gespeichert. Dann kann man sich hier so kleine praktisch Fernsteuerungsregler machen, die dann hier in den Effekten alles Mögliche für einen drehen. Dass man, wenn man hier einen Knopf dreht, dann gehen hier ganz viele Parameter in verschiedene Richtungen. Das kann man sich da schön basteln. Das ist jetzt ein... Das liebst du, ne? Ja, voll. Da baue ich mir selbst, weil dann spare ich mir Zeit und dann muss ich das nicht immer alles jedes Mal machen. Und jetzt können wir irgendwie da... Hat auch witzigerweise direkt was Spaciges, ne? Ja, voll. Also es ist jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht für einen Western oder so nehmen. Nee. Und das ist direkt ein Science-Fiction-Film. Der ist jetzt ja eigentlich schon ganz nice. Was ist hier so, was wäre denn so das Tempo? Ich hätte gern so ein 4, 1, 2, 3. Das ist ein bisschen zügig, 150, vielleicht irgendwie so 130, ist ganz okay. So, klicken wieder aus. Es fing an mit einer Packung Fruit Loops. So Müsli-Boxen hat ja manchmal irgendwie so ein Extra mit dabei für die Kinder, irgendwie eine Packung Sticker oder ein Strohhalm oder was weiß ich. Und eine Zeit lang hatten die mal so CDs vorne in der Packung. Da war dann eine Demo von einem Spiel drauf oder eine Demo von so einem Musikprogramm, das hieß Dance for EJ. Das musste ich dann bei meinem Bruder auf dem Computer installieren, hat er mich manchmal da dran gelassen für eine Stunde oder so. Dann durfte ich da Musik machen und er war, als ich dann, weiß nicht, so 11, 12 war, war er schon aus der Schule raus und hat in Münster angefangen, Keyboards und Musikproduktion zu studieren. Kannte also schon die Programme und hat mir dann erst Cakewalk gegeben. Hier ist so ein Drum-Sampler und hier so lädst du deine eigenen Samples rein und mach mal. Und dann irgendwie zu Weihnachten irgendwann mal so ein MIDI-Keyboard und dann habe ich halt damit angefangen. Vielleicht in G-Moll, weil ich hatte im Internet gelesen, die Erdschwingung ist in G. Was das bedeutet, ist, man kann ja praktisch eine Frequenz von irgendwas, wenn sich irgendwas rhythmisch wiederholt, kannst du das ja in Hertz messen. Und eine Erddrehung einmal pro Tag ist irgendwie 0,000000 und dann irgendwie 1,6 Hertz. Und das kannst du ja hochoktavieren. Also jedes Mal, wenn du die Frequenz verdoppelst, ist es wie, als wenn du eine Oktave nach oben gehst. Und wenn man es halt dann so weit verdoppelt, dass es irgendwann im hörbaren Bereich ist, wäre es so ungefähr ein G. Und das kannst du für alle Planeten und auch für den Mond und so weiter und auch für Umlaufbahnen und so berechnen. Mhm. Da hatte ich im Internet auch, ich habe das glaube ich auch hier, da Stimmdaten von so einer planetware.de-Seite hatte ich hier gefunden. Und da stehen die auch alle drin. Da kannst du dann hier verschiedene Rotationen und von den Planeten sind da die ganzen Daten und in welcher Oktave das, welche Frequenz ist, fand ich ganz witzig. Das gerade war auf jeden Fall der Beweis, warum du der richtige Gast bist, um hier im Planetarium mit uns diese Sounds zu bearbeiten.
So, es wurde auch etwas sehr nerdig. Ja, die Idee ist super. Ich liebe das. Ich liebe es auch selbst. Nur in Ton, der gar nicht groß erklärt werden muss, dass es so eine kleine Geschichte dahinter gibt. Falls jemand fragen sollte, warum hast du den Song in der und der Tonlage gemacht, wenn du dazu sogar noch eine Geschichte hast, nach der eigentlich keiner fragt, aber wenn, dann hast du, also es ist einfach, Songs mit Geschichte sind immer mega. Ich klicke mich immer meine Melodie eben zusammen. Ich könnte das alles auch am Klavier spielen, aber das ist für mich hier so eigentlich bequemer manchmal. Mhm. Manchmal muss ich mich einfach nur kneifen und denken, bin ich jetzt wirklich im Weltall und ist unter mir die Erde 400 Kilometer entfernt und raste ich wirklich mit 28.000 Kilometern über unseren Planeten hinweg. Das sind so verrückte Gedanken, das braucht schon so ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat. Ich mache, glaube ich, hier hinter einen Equalizer, der mir die Tiefen, das Gebrumme direkt wegmacht. So, hier so bis hier und dann ist hier so ein Filter eingebaut in dem Sampler, damit ich die Höhen wegmachen kann und den können wir auch bewegen, also dass der jedes Mal ein bisschen zugeht, wenn... So, jetzt ein bisschen plackiger. Da ist noch viel Low-End. Aber es ist so witzig, ich kann mir jetzt direkt, wenn ich so an diesen Interstellar-Soundtrack von Hans Zimmer denke, ist es auf jeden Fall direkt in diesem Universum direkt mit drin. Also es würde direkt passen. Jemand kommt und sagt, du könntest einer der ersten 100 Menschen sein, die zum Mars fliegen. Die Musik und alles bleibt liegen. Aber du gehst in die Geschichte ein. Wenn dir das angeboten wird, würdest du es machen? Vor einigen Jahren haben wir auch mit Freunden auch irgendwie darüber geredet, was wäre, ob wir das machen würden oder so. Und Gedankenexperimente gemacht. Und damals haben wir halt wirklich gedacht, ja, irgendwie unter den richtigen Umständen hätten bestimmt, auch wenn das dann, wenn man dann halt wahrscheinlich nicht wieder zurück nach Hause kommen könnte und einfach nur um einerseits für einen selber das Erlebnis zu haben, das in Relation zu setzen mit auf was für einem Planeten wir sind. Aber jetzt inzwischen, nach all dem, wo ich jetzt durch bin und was ich gemacht habe, habe ich jetzt hier irgendwie so viele Pläne und ich will noch so viel hier machen, dass es dann vielleicht schon ein zu großes Commitment wäre. Jetzt gerade zum Beispiel auf dem neuen Justin Bieber Album, Justice heißt das, da der erste Song, da haben wir das Vocal geschickt gekriegt und dann haben wir einfach zusammen Klavier dazu geschrieben und da kriege ich vielleicht einen Grammy für, weil das jetzt nominiert worden ist. Das wäre voll cool. Und sowas macht mir halt auch voll Spaß, weil gerade mit dem praktisch klassisch-musikalischen Hintergrund mit Klavier habe ich schon auch mehr Bock, irgendwie halt so Popmusik und sowas Melodisches zu machen. Der Dubstep-Kram ist halt ein bisschen härter, ein bisschen technischer und ein bisschen atonaler. Und ich versuche das irgendwie beides so ein bisschen zu verbinden. Aber ich würde mich nicht schämen, auch mal irgendwie in Zukunft für... Keine Ahnung, wenn ich jetzt träumen auf Katy Perry oder Taylor Swift Songs zu schreiben, hätte ich total Bock drauf. Wie ist dann der Kontakt zu Skrillex zum Beispiel entstanden? Weil ich auch gesehen habe, auch auf Instagram, dass ihr ja auch dann immer mal wieder zu tun habt. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie da die Entstehungsgeschichte eurer Bekanntschaft kam? Er hatte so einen Assistenten, der, ich glaube, sich auch um Filmsachen gekümmert hat bei ihm und immer so Videos gedreht hat bei seinen Shows. Und der suchte im Internet manchmal halt neue Musik, weil dann gab es auf Soundcloud immer Skrillex Selects oder so jede Woche mit irgendwie 10 Songs von neuen Künstlern. Und dann war da auch auf einmal einer von mir dabei. Und dann hatte er das Skrillex gezeigt. Und als ich dann nach L.A. gezogen bin, vor 6,5 Jahren, hat er sich irgendwann bei mir gemeldet. Wir hatten auf Twitter geschrieben oder so Nachrichten. Und dann hat er mir seine Handynummer geschickt. Und ja, komm mal vorbei, ich bin da zu Hause. Der ist irgendwie nach einem halben Jahr, nachdem ich da war, einfach so, und weil er gerade Zeit hatte. Und dann kam ich da hin und habe mich erstmal auf die Couch gesetzt und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ich dann voll so starstruck war. Und er hat das wohl aber auch gemerkt und ging dann erstmal hoch ins Studio und hatte noch irgendwie ein Interview oder so. Und ich habe mich da erstmal akklimatisiert. So, Wahnsinn. Und seitdem haben wir uns dann ab und zu mal getroffen und irgendwie ein bisschen was geschrieben und hin und wieder war ich dann halt, kam ich halt einfach vorbei und dann hatte er gerade irgendwie eine Session, wo er für, keine Ahnung, Ariana Grande oder Sway Lee oder Justin Bieber gerade irgendwie eine Session hatte, wo er irgendwie an irgendwas gearbeitet hat und dann haben wir halt zusammen da Klavierakkorde gemacht und dann war das einfach auch nur so eine Klaviernummer, das hier der erste Song auf dem Album, Too Much heißt der. Maybe I stare too much, maybe not long enough. Funny how I forget to blink. Das ist direkt von dir. Genau. Und diese ganze Klavier-Progression, das ist alles... Das habe ich alles selber gespielt und dann mit ihm praktisch sind wir immer durchs Studio hin und her gelaufen, haben uns das angehört und nochmal so gedacht, hier, dieser eine Akkord muss vielleicht nochmal dahin und dann, wie ist das Feeling und so und passt das? Und dann war das fertig. So, und jetzt würde ich hier gerne einmal schauen, ob man praktisch flächenmäßig irgendwie sowas auch wieder mit einem Sampler was machen könnte aus diesem Hintergrundrauschen. Da ist ja so ein bisschen so eine Note drin. Ich mach mal hier die Bässe wieder so ein bisschen weg.
Hier ist so ein kleiner Peak. Und dann können wir so praktisch wie so ein Pfeifen, dass man ein bisschen das ein bisschen höher machen. Und cool ist, hier können wir auch unten gucken, wo schaltet man das denn hier an? Hier ist eigentlich unten so eine kleine Klaviertastatur. Da, genau. Dann kann man genau sehen, wo jetzt hier welche Frequenz eigentlich auf dem Klavier wäre. Und dann versuchst du das G quasi hervorzuheben auch. Oder ne? Jetzt halt, oder was auch immer ist das jetzt. Das ist tatsächlich ein G, witzigerweise durch Zufall jetzt hier in der Datei. Sonst hättest du aber eine passende harmonische Komponente dazu gefunden. Genau. Ne? Und jetzt könnte ich hier auch mal eben gucken, dass das G eine Oktave da drunter, auch wenn es nur Rauschen ist, können wir trotzdem ein bisschen hervorheben. Vielleicht sogar noch das G eine Oktave da drunter. Das ist halt irgendwie so ein bisschen wie bei einer Orgel praktisch. Du ziehst ja auch die verschiedenen Register und dann ist das eine Oktave höher und das andere eine Quinte höher. Und hier stimme ich mir praktisch so ein paar Sinustöne in das Rauschen rein. Dann schauen wir mal eben hier, was haben wir denn hier? Da, entweder der oder der tiefere, mal eben gucken. Na, der hier oben war eigentlich ganz cool. Und jetzt können wir das praktisch eher so flächensoundmäßig spielen, das ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir... Klingt irgendwie auch so fast so kirchenorgelmäßig. Yeah. Auch wieder Interstellar-mäßig, yeah, yeah, weil da hat Hans Zimmer, oder hat Hans Zimmer hat das gemacht, hat er auch viel Kirchenorgel und so benutzt dafür. Ey, ich hake aber jetzt mal ganz kurz ein. Weil du hast ja sogar auch so einen Orgelschein gemacht, dass du die Orgel in der Kirche bei der Messe spielen kannst, ne? Ja, oha. Ich bin ja in Lembeck aufgewachsen, das ist so im Ruhrpott-Münsterland, so die Ecke. Und da konnte man irgendwie nicht so viel irgendwie nebenjobmäßig irgendwie sich verdingen, außer irgendwie, weiß ich nicht, im Rewe die Produkte nach vorne ziehen oder Sonntag. Hab ich gemacht. Genau, oder Sonntagmorgens Zeitung austragen. Das habe ich ein, zweimal gemacht und da hatte ich keinen Bock mehr, nachdem ich bemerkt habe, dass man nicht nur im Dorf rumfahren muss, sondern auch irgendwie 5 Kilometer raus aufs Land, auf irgendeine Farm. Dann hast du dir gedacht, ey, bevor ich jetzt Zeitung ausfahre um 4 Uhr morgens, mache ich lieber Geld. Mit der Kirche. Ja, es war eigentlich ziemlich cool, weil ich habe halt auch viel Musiktheorie gelernt. Ah, ja. Also es war die Prüfung da am Ende war dann eigentlich auch schon um einiges härter als irgendwie die Aufnahmeprüfung an der Popakademie. Das hat mich dann so ein bisschen darauf vorbereitet. Okay. Aber das war sehr cool, halt dann mit die ganzen Intervalle lernen und Skalen und muss halt einen Orgelschein haben, um, damit die dich bezahlen können, wenn du dann in der Kirche spielst. Ich sehe auch, du hast da ja auch das Kruzifix als Ohranstecker. Ach so. Das einfach nur, weil das cool aussieht. So religiös waren wir eigentlich nicht. Vielleicht halt irgendwie Weihnachten mal irgendwie in die Kirche oder so oder mitsingen. Aber das war eher irgendwie, damit ich irgendwie finanziell über die Runden komme, ja, okay. Mit dem Orgelschein-Idee und weil es mich musikalisch weitergebracht hat. Ich krieg da bestimmt einen oben drauf, wenn ich das erzähle. Aber ich habe dann, wenn du als Organist dann spielst in der Messe, zwischendurch beim Abendmahl kommen ja alle nach vorne und dann darfst du als Organist improvisieren. Ah. Dann darfst du ja spielen, was du willst. Und dann habe ich praktisch so eine ganz langsame, selbstinterpretierte Version vom Tetris-Thema oder so gespielt. Weil das ist ja voll traurig. Das war, ne, 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 ne. Wenn du das so ganz langsam auf einer Kirchenorgel dahin knödelst, ja, klingt das voll andächtig. Ja. Und dann niemand von den Leuten hat das dann irgendwie gemerkt. Vielleicht, wenn irgendwer sein Kind mitgenommen hat oder die Katjumän oder so, war dann so, ah, ich weiß, was du da machst. Das sah ich dann immer ein bisschen meinen Spaß, ob ich da jetzt... Ärger für krieg, wenn es dann doch einen Gott gibt und ich dann dafür ins Fegefeuer muss, dann soll es so sein. Das hier ist mein Stundenplan. In diesem Band steht genau drin, welche Aktivitäten ich wann durchzuführen habe. Montags bis freitags haben wir von morgens bis abends Arbeit hier auf der ISS, Experimente, aber auch Wartung, aber auch 2,5 Stunden Sport. Das müssen wir machen, damit wir körperlich fit bleiben, weil in Schwerelosigkeit verändert der Körper sich. Er baut Muskeln und Knochen ab. Und damit wir alle wieder auch gesund auf die Erde zurückfliegen können, machen wir diese 2,5 Stunden Sport pro Tag. Und sonntags haben wir dann ein bisschen Freizeit, können uns erholen und dann aber auch mit der Familie sprechen, anrufen und uns erkundigen, wie es da unten auf der Erde so für alle Leute läuft. So, ich schau mal hier. Jetzt haben wir hier praktisch den als Basston. Gucken, was da passt. Das ist eigentlich ganz nice. Das klingt schon super. Da kann ich jetzt auch mal ein bisschen, dass es ein bisschen dicker klingt, weil das ist ja nur so ein leises Summen. Mhm. Hier nochmal mit dem Equalizer einmal dran, dass ich sehe, was da frequenzmäßig abgeht. Und hier mit Distortion, das so ein bisschen anfetten. Kompression, eigentlich, ah, das brät schon ganz gut. Das finde ich eigentlich ganz nice, manchmal. Man könnte auch hier, wir können das... Das auch so ein bisschen modulieren, das haben wir so ein bisschen so das leichte Dubstep-Wobble-Gefühl. Ah, da, ja, da greift die Distortion an. Das machst du halt lebendig automatisch, nicht das geradeaus-Ding. Ja, schön sanfte Übergänge auch. Und jetzt müssen wir hier noch...
So ist eigentlich ganz cool. Mhm. Jetzt eine Idee hatte ich noch, da drüber vielleicht eine Art Lead-Melodie, die einen ähnlichen Rhythmus hat hier wie unsere Bassmelodie, mit dem gleichen Sound, aber in hoch. Geil. So, und jetzt wollte ich mal eben gucken, ob wir hier irgendwie eine coole Melodie drüber machen können. 3, 4. Yeah. Nur mit Sounds von der ISS aus dem Weltall, liebe Freunde. Jawohl. Manchmal mache ich auch gerne hier so ein leichtes Tremolo drauf. Da durch den Tremolo und auch durch die Form, wie du gerade gesagt hast, kannst du auch entscheiden, ob der Song quasi treibend sein soll, sich schnell anfühlen soll, genau. Oder halt so laid back, so ein bisschen wie so ein Stopper, der so ein bisschen das Tempo rausnimmt. Das nächste, was ich hier machen würde, aus den verschiedenen perkussiven Geräuschen der Station rauszusuchen, was hier irgendwie nach einer Kickdrum klingt, was nach einer Snare klingt, ob irgendwo vielleicht auch was ist, woraus wir eine Hi-Hat in Anführungszeichen machen können. Und dann würde ich mir hier in meinem Drum-Sampler hier ein kleines Drum-Kit basteln. Das wäre dann der nächste Schritt. Sollen wir es jetzt angehen oder machen wir Pause? Von mir aus macht das jetzt gern. Okay, cool. Sehr schön. Das ist eigentlich ganz cool. Mhm. So, das ist so ein kleiner, ein bisschen garagiger Beat. Mhm. Ich suche mir auch mal eben so einen Swing-Groove raus, dass das ein bisschen angeswingt wird. Mhm. Ich werde noch irgendwo so ein Atmen. Da kann man bestimmt auch, da kann man, glaube ich, irgendwie so einen Shaker rausmachen. Mit bisschen Fade in, bisschen Fade out und dann hochpitchen. Und immer schön ins Off. Überall hinkopieren. Da, wenn wir noch irgendwelche anderen Sachen haben, können die auch dazwischen, dass es so ein bisschen nachher so ein bisschen mehr busy wird. Und vielleicht mit einem Frequency-Shifter das irgendwie nochmal hoch oder runter pitchen. Ja, direkt. Nun, es gibt gewisse Dinge, die fehlen mir einfach. Zum Beispiel ist es richtig schön, eine Dusche zu haben oder ein Bad zu nehmen, ins Wasser zu springen und wirklich dann komplett in Wasser zu stecken und einfach sich zu waschen, zu reinigen. Aber auch frisches Obst zu essen, frischen Salat zu essen, das sind Dinge, die mir hier oben fehlen. Aber gut, für ein halbes Jahr kann man solche Sachen schon in Kauf nehmen und sich mit dem Waschlappen zu waschen und auch das Essen aus der Tüte zu genießen. Das geht für eine gewisse Zeit lang schon. So, ab da ist ungefähr selbe Tonhöhe. So, dann loop das ab, dann können wir langsam hier mit Transpositionen irgendwie gucken, dass es in der Tonart von dem Rest hier ist. So, ja. So ist es ungefähr da drin. Und dann habe ich so ein paar Tools, die ich mir hier gerne benutze, um das, wenn das irgendwie was Atonales ist, um das irgendwie noch so ein bisschen in einen tonaleren Bereich zu schieben. Zum Beispiel gibt es hier so Resonators, heißt das. Das macht praktisch einen Haufen verschiedener Kammfilter, die diese Einzeltöne da so ein bisschen herausheben. Im Grunde das Gleiche, was ich vorhin mit dem Equalizer gemacht habe, aber in etwas komplexer. Ja, ja. Da am Ende, genau, kommt es dann auch auf die ungefähr selbe Tonhöhe. Warum sind wir jetzt hier tiefer unterwegs? In welcher Tonart sind wir gerade? Ah! Es ist passiert. Wo sind wir denn gerade? Ach, weil der Sinuston von der ISS natürlich nicht ein perfektes C ist, hat es mir natürlich nicht richtig hingestimmt. Kann man aber alles verschieben. Das heißt, wir sind in der parallelen Molltonart von G. Auch okay. Oder? Ne, ein drunter in S-Moll. Auch in Ordnung. Und jetzt hatte ich eine Idee für Akkorde. Ich wollte nämlich für den, in Anführungszeichen, Drop
irgendwie machen, dass es halt das Intro mit diesem geschaffelten Garage-Beat ist ja eigentlich ganz cool. Aber dass es für den Drop dann irgendwie so ein bisschen Halftime ist, also mit dass es halt irgendwie halb so schnell ist, dann ist es ein bisschen getragener, aber gleichzeitig, wenn man dann schnellere Percussions hat, hat es eigentlich immer gleich mehr Energie oder so. Und jetzt habe ich hier mein Synthi, die Software meiner Träume. Das Gerät heißt Serum. Das ist praktisch dasselbe wie so ein Analog-Synthesizer von früher, nur in digital. Und das benutze ich mal so meistens als mein Grundgerät. Wir haben ja auch genau wie bei den ganzen alten Analog-Synthis die Standard-Wellenformen wie Sinuston und Sägezahn und Dreieckwelle und die Gameboy-mäßige Square-Rechteckwelle. Und da mache ich eigentlich immer mit Sägezahn erstmal so ein Grundgerüst von was für Akkorde ich möchte und dann bastle ich mir den Sound zusammen. So, ich hatte jetzt hier eine Akkord-Progression-Idee. Das ist irgendwie... Und das wollte ich rhythmisieren, ganz cool. Ich weiß nicht, ob es für mich einfacher ist, das zu klicken. Ich glaube schon. Pause. Hier so ein kleiner Triolentriller. Und jetzt wieder nicht triolisch. Da merkt man richtig, dass du das regelmäßig machst. Und jetzt noch R dazu. So, damit das jetzt nicht so statisch klingt, mache ich mal eben hier das ein bisschen plackiger, dass die Lautstärke über Zeit abschwillt. So, schon mal ein bisschen natürlicher. Und das gleiche auch hier für diesen Filter, dass wir ein bisschen. Das ist ein bisschen. So ist schon ganz ich würde auch eigentlich jedem, der so ein bisschen schon fortgeschrittener ist in der Musikproduktion, empfehlen, dass er sich einen Synthesizer raussucht, weil alle im Grunde das Gleiche können oder die gleichen Parameter haben und den einfach richtig studiert. Wenn ein Synthesizer richtig verstanden hat, dann hat man erstens fast alle dadurch gleichzeitig verstanden und man kennt den so gut und die Library, dass man halt immer ungefähr weiß, so wie du jetzt auch, wie soll es klingen und wie bekomme ich es hin. Weil sonst immer nur durch Presets klicken und immer nur so halbwissend sein, dann ist man auch gerne mal verloren. Und deshalb ein so ein Ding, so ein bisschen studieren, dann ist man auf jeden Fall gerüstet für viele Situationen. So, jetzt haben wir hier unseren Plug und ich mache das gerne, dass es so ein bisschen verwässert klingt mit einem mit so einem Vocoder da drauf, dann klingt das gleich irgendwie so ein bisschen flüssiger. Jetzt mache ich mir hier noch auf den Sound so einen Kammfilter, so einen Flanger. Den gibt es auch in Serum als eigenen Filter. Kann man den auf eine Frequenz einnorden. Mit viel Resonanz klingt es dann halt irgendwann so. Und das. Aber wenn man den jetzt irgendwie auf was einnordet, was tonal dazu passt. Ich glaube der... Oder... Klingt es dann gleich organischer und ein bisschen weniger digital. Ich schlafe in diesem kleinen Häuschen hinter mir. In diesem Schlafsack hänge ich dann unter der Decke und das ist ganz angenehm. Dann kann ich den einfach aufmachen und dann springe ich dann einfach in meinen Schlafsack hinein. Kann ich die Arme kann ich rein und raus stecken und dann hänge ich mich so in meinem Häuschen abends hier unter die Decke. Und wegen dem vielen Licht hier drin, wegen der Technik, habe ich eine Schlafmaske und dann schlafe ich wie ein Kind, wie im Wasserbett, super entspannt, super erholt, freischwebend. Ich zurre mich nicht fest, manche Kollegen zurren sich fest, aber ich genieße es eigentlich, dass ich nur einen Punkt fest habe, damit der Schlafsack nicht komplett wegdriftet. Und dann freischwebend zu schlafen, das ist einfach ist eine volle Erholung, ein volles Paradies. Gibt es einen so einen Künstler, der für dich die größte Inspiration war, also auch so tiefer reinzugehen? Auf jeden Fall halt schon Skrillex natürlich und dann Neugier, hier die aus den Niederlanden, dieses Drum and Bass Trio. Ich glaube, der erste elektronische Künstler oder so, den ich richtig gehört hatte, war BT, irgendwie Brian Trenzo oder so, der kommt auch aus Amerika, hat so Trance gemacht, aber richtig abgefahrenen mit wahnsinnig viel Glitch-Zeug und Vocal-Bearbeitung und Vocal-Schnipsel und so und richtig cooles Sounddesign. Und da hatte ich einen Song gefunden bei Need for Speed Underground im Soundtrack. Super Spiel mit Wahnsinn-Soundtrack, waren richtig coole Songs, dann habe ich ganz viele Bands durchgefunden. Und dann hatte ich meinem Bruder diesen einen Song gezeigt, von wegen, hier, den finde ich voll geil. Und ich starte das Rennen ständig neu, bis dieser Song an ist. Und nur dann kann ich gewinnen.
Ich bin halt aufgewachsen mit so Progressive Rock und Progressive Metal, haben meine Eltern halt gehört. Das war so Spock's Beer, Gentle Giant, Yes, Genesis. Und dann die härtere Schiene war schon so ein bisschen mehr Metal. Sind früher immer zu Dream Theater Konzerten gegangen, wenn die hier durch Deutschland kamen und so. Und dann haben die mich mitgenommen und dann war ich irgendwie, weiß ich nicht, als ich so 6, 8 Jahre alt war oder so, dann saß ich dann auf den Schultern meiner Eltern und mit Pommesgabel und so. Yeah, finde ich voll geil. Voll gut. Das war cool. Guck mal, ich habe jetzt hier eine Botschaft von Matthias Maurer, dem Astronauten auf der ISS. Und die gucken wir uns mal kurz zusammen an. Das ist nämlich in der Cupola. Ah, das sieht auch voll cool aus. Das ist einfach ein magischer Ort. Ein Ort, der meine Einstellung zu unserem wunderschönen Planeten noch stärker verändert hat, als ich das ursprünglich gedacht hatte. Wenn man hier runterschaut auf die Erde, dann sieht man eigentlich, dass alles, wirklich alles zusammenhängt. Von hier oben gibt es keine Grenzen zu erkennen. Und für mich ist die Erde ein ganz großes Raumschiff mit einer Besatzung, die leider nicht so homogen funktioniert, wie sie homogen funktionieren sollte. Wenn wir alle auf der Erde richtig ordentlich zusammenarbeiten würden, uns gegenseitig unterstützen würden, so wie eine Raumschiffbesatzung funktionieren muss, dann könnten wir so viel mehr erreichen und könnten unser Raumschiff, unseren Planeten Erde viel, viel besser schützen und für die Nachkommen, die Nachwelt bewahren. Oh. Mega interessant, ne? Finde ich auch. Ja. Grenzen sind nur Linien, die jemand mal mit einem Stock in den Boden, in den Sand gezeichnet hat. Da ist voll viel drin, was wir auch hier voll gut einbauen könnten. Ja, total. Und es ist ja so, wir sind ja einfach ein Himmelskörper mit einer Besatzung drauf, ne? Das stimmt schon vom Bild her. Ich mache dir das mal als Audiodatei fertig, dann kannst du das da an die richtige Stelle im Song einbauen. Ja, bitte. Solange kann ich hier schon mal das... Du kannst es schon mal vorbereiten, wenn du willst. Genau, weil ich hatte doch hier auch noch was gemacht aus dem Hintergrundrauschen. Der hohe Sound, dass wir den nochmal hier oben wieder verwenden und zwar nicht so verzerrt und etwas entspannter und dass der dann diese Akkorde spielt. Irgendwie so einer. Der letzte war jetzt nicht ganz so schön, vielleicht nochmal. Und jetzt das Ganze allerdings mit dem Sound von hier oben. Nice. Im Hintergrund geht schon der Toilettenriser hoch, den habe ich ganz vergessen, der ist hier unten noch. Kann dann da auch drunter für die zweite Hälfte hier, bevor dann der Hauptteil anfängt. So finde ich das auch eigentlich ganz nice. Schick dir das jetzt mal hier. So, ISS-Nachricht, da haben wir sie. Jetzt bin ich hier in der Cupola und habe diesen wunderschönen Blick runter auf die Erde. So, vielleicht einfach nur so für Feeling können wir das auch so ein bisschen so klingen lassen, als wenn das durch so einen Transmitter-Funk als wenn das kommt, so, genau, als wenn das irgendwie so. Ich würde das meistens mit so einem... Der Platz, an dem ich mich in meiner Freizeit am liebsten aufhalte. So, okay. Geil, dass es uns eigentlich bessere Qualität gegeben hat und wir es auch da wieder sagen, nee, das klingt schon zu gut. Aber es ist gut, wenn das Originalsignal halt in guter, hoher Qualität ist und dann kann man es von da wieder ein bisschen sich so hinschieben. Ja, könnte sogar hier mit so einem, in Anführungszeichen, wie heißt das, so ein Bitcrusher. Der Platz, an dem ich mich in meiner Freizeit am liebsten aufhalte, das ist einfach ein magischer Ort. Ein Ort, der meine Einstellung zu unserem wunderschönen Planeten noch stärker verändert hat, als ich das ursprünglich gedacht hatte. Cool. Und ja, das passt ja eigentlich vom Timing hier tatsächlich schon ganz cool. Und dann können wir praktisch, wenn jetzt hier Hauptteil kommt mit Beat und so weiter und den Akkorden, wenn es danach wieder nochmal abflacht, den nächsten Teil von der Nachricht nochmal fühlt. Praktisch wie so zwei Strophen fast schon. Voll. Passt das eigentlich voll schön zusammen. Ah, es freut mich. Es ergibt alles, es passt, es fällt alles in zusammen. Jetzt fehlt irgendwie noch so eine Lead-Melodie sozusagen darüber. Und da wollte ich nochmal unseren Pfeifton benutzen, den wir hatten, den wir am Anfang für unser... den benutzt haben. Da mache ich einfach eine Kopie von und dann können wir da eine entspannte Lead-Melodie oder so drüber setzen. Etwas länger. Und da klingt das bestimmt cool, wenn das auch Portamento hat, ein bisschen. Und damit der vielleicht ein bisschen spaciger ist noch, einmal etwas weniger Hall, ein bisschen mehr Echo und so ein Bitcrusher wieder, der da so ein paar sparklige
sparklige Obertöne hinzufügt. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Mhm. Und ich hätte ganz gerne noch so einen leichten Pitch-Drift da drauf, dass es so ein bisschen hoch und runter geht. Das hat man noch so mehr so einen Schwebeeffekt so für die Schwerelosigkeit, um das so ein bisschen rüberzubringen. Ah, ja. Das wäre auch ganz cool. Ja. Während der Arbeit müssen wir ständig auf Funkverkehr achten. Dann kommen Kommandos von Houston, von München, aus Japan, aber auch aus Russland. Von daher können wir dort dann keine Musik hören. Aber wenn ich Sport mache oder wenn die Arbeitszeit vorbei ist und ich hier abends dann noch ein bisschen in meinem kleinen Kasser am Computer E-Mails schreibe, dann mag ich es sehr, Musik zu hören, weil ja, schwerelos zu sein und die richtige Musik zu hören und auch in der Cupola zu sein und einfach runterzuschauen auf die Erde, das sind einfach magische Momente. Nice. Bisschen laut, kein bisschen leiser und dann wäre das Ding eigentlich fertig. Ich weiß, du hast selber Bock auf die Figur, aber ich glaube, das Beste ist, weil wir eine so treue Community haben, unter anderem ja auch die Menschen, die dich vorgeschlagen haben, dass du als Gast zu uns kommen sollst. Ja. Ich glaube, wir machen das so, ihr könnt zu uns, nachdem ihr die Folge zu Ende geguckt habt, auf den Instagram-Kanal kommen. Und dort wirst du dann eine Frage stellen, damit die Leute mitmachen können, um diese Figur zu gewinnen. Jawohl. Die überlege ich mir noch. Entweder irgendwas Spaciges oder musikbezogenes. Oder irgendwas, was richtig schwer, was man wissen kann, aber nur, wenn man ein richtiger Fan ist. Das darf man dann auch nicht googeln können. Da muss ich was finden. Genau, da muss man wirklich... Genau, ich überlege mir was. Ja, ja, genau. Überleg dir was und ihr seht das dann gleich bei Instagram. Und wenn ihr die nicht beantworten könnt, dann kriege ich die. Nein. Oder ich baue genau. Wenn sie irgendwer kriegt, ich schaue mich nicht mal an. Oder vielleicht kann ich den vielleicht fragen, ob der nachbauen. Die Anleitung... Ich kann die nachbauen. Habe ich genug Teile zu Hause? Ah, ja, ach, das kriegen wir irgendwie hin. Geil. Ah. Du bist jetzt soweit fertig und die Reaction von Matthias bekommen wir bestimmt im Nachhinein noch geschickt, aber wir beide hören auf jeden Fall schon mal rein. Alles klar. Und das dauert ja auch wahrscheinlich ewig, was da hochzuschicken. Das dauert eine Woche, wurde mir gesagt, hochzuschicken und runterzuschicken auch. Und die sind ja so nah an den Satelliten, dass ich es nicht ganz verstehe. Es übersteigt meinen Horizont. Aber wir beide hören mal rein, lassen das Teil mal im Ganzen auf uns wirken, zusammen mit euch. Alles klar. Let's go. Platz. Der Platz, an dem ich mich in meiner Freizeit am liebsten aufhalte. Einfach runterschaue auf die Erde. In diesem Moment sieht es für euch aus, als wenn ich da hochschauen muss. Das ist einfach ein magischer Ort. Ein Ort, der meine Einstellung zu unserem wunderschönen Planeten noch stärker verändert hat, als ich das ursprünglich gedacht hatte. Raumschiff mit einer Besatzung. Wenn wir alle auf der Erde
richtig ordentlich zusammenarbeiten würden, uns gegenseitig unterstützen würden, so wie eine Raumschiffbesatzung funktionieren muss, dann könnten wir so viel mehr erreichen und könnten unser Raumschiff, unseren Planeten Erde, viel, viel besser schützen und für die Nachkommen, die Nachwelt bewahren. Immer stärker, immer mehr runterbringen werden zu den Menschen auf der Erde, sodass wir ein bisschen mehr gemeinsam arbeiten, mehr an das gemeinsame Glauben, gemeinsame Ziele entwickeln und weniger egoistisch denken. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Man hat ganz, ganz toll und genau auch gecheckt, wie so deine Arbeitsweise ist. Konnte total gut nachvollziehen, was für geniale Ideen du hast, Sachen miteinander zu verknüpfen und auch diese ganzen Sachen ineinander greifen zu lassen. Inklusive dieser Nachricht von Matthias an uns und die Menschheit im Ganzen, dass wir das da irgendwie mit einbringen konnten, finde ich total toll. Das ist einfach irgendwie ein Werk, was für sich steht, wenn du mich fragst. Ja, ich bin 3+. Nein, von meinem ist nicht enttäuscht. Mich freut es voll, dass es halt irgendwie jetzt halt so ein richtiges Konzept hat. Und ich glaube, einen Song mit so einem halt irgendwie deepen Konzept und Message und so hatte ich vorher bis jetzt auch noch nicht. Und das freut mich sehr und ich bin gerührt, geil, dass ich das hier machen durfte. Das freut mich doch sehr. Voll schön. Ja, ich bin auch total beseelt. Auch schön, dass unsere Gäste jedes Mal auch irgendwie ein bisschen was anderes machen können und auch sollen, als das, was die normale Musik ist, weil sonst würden wir halt sagen, ey, zeig mal deinen erfolgreichsten Song und zeig mal, wie du den gemacht hast, aber hier entsteht was Neues. Ja, voll. Ey, vielen Dank, dass du Gast warst, dass du uns diese Einblicke in deine Arbeitsweise gewährt hast, dass wir reingucken konnten, weil es jedes Mal auch eine Art intime Einsicht ist, die ja auch nicht jeder teilen will oder auch unter Zeitdruck und mit 5 Kameras auf eingerichtet nicht jedes Mal so leicht ist. Deshalb nochmal vielen lieben Dank an alle Künstler, die dabei waren. Natürlich ans ganze Team, die hier mitgearbeitet haben. Denn der Weg mit Funk für Sounds Off endet an dieser Stelle. Wir werden uns ganz bestimmt an anderer Stelle wiedersehen. Die News dazu bekommt ihr unter anderem bei mir auf dem Nisse Musik Instagram-Kanal. Solange wird es natürlich diesen Kanal auch noch geben. Wir können alle Videos noch bis in alle Ewigkeit nachgucken. Aber Sounds Off und Funk gehen an dieser Stelle getrennte Wege. Und du bist der Abschluss. Ah, das ist du bist das große Finale gewesen. Eine Ehre. Das freut mich sehr. Danke, dass wir es auch auf so einer hoffnungsvollen Note mit so einem hoffnungsmachenden Lied haben beenden können. Du hast es perfekt gesagt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Deshalb vielen Dank an die Community, ans Team, an alle Gäste. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist eine ganz tolle Zeit bis hierhin gewesen. Und vielen Dank Virtual Riot an die Leute, ans Planetarium, an die ISS. Und bis ganz, ganz bald. Peace. Vielen Dank, Leute, fürs Anschalten auch in diese Folge Sounds Off. Die Sounds findet ihr wie immer hier unten in der Beschreibung. Macht was Tolles draus und schickt es uns an musik@klimansland.de. Und wer die allererste Folge von Sounds Off nochmal sehen möchte mit Gurski, der klickt hier oben. Und wer wissen möchte, wie Polyamorie in der Familie funktioniert, der klickt auf diesen Beitrag von True Doku.